Honiggarnelen. Vorbereitungszeit 20 Minuten. Zubereitungszeit 12 Minuten. Für 4 Personen. 1 Garnelen trocknen und mit Stärkemehl bestäuben. 2 Eierkuchenteig, Backpulver und Mehl in eine Schüssel sieben. Wasser, Saft und Öl mischen. In der Mitte des Mehls eine Mulde formen und die Flüssigkeit nach und nach unter unbekanntes Zeichen rühren, bis ein glatter Teig entsteht. 3. Honig in einer Pfanne leicht erhitzen. Vom Herd nehmen und warm halten. 4. Öl in einer Bratpfanne mäßig erhitzen. Garneln im Teig wehen. Den Überschuss abklopfen. Jeweils einige Garnelen mit einer Zange in das heiße Öl tauchen. 2 bis 3 Minuten frittieren. Abtropfen lassen und warm halten. 5 frittierte Garnelen in die Pfanne mit dem erhitzten Honig geben. Mit Honig überziehen, auf einen Servierteller geben und mit Sesam bestreuen. Sofort servieren. Hinweis: Dies ist ein klassisches Gericht aus China. Honig, das älte unbekanntes Zeichen des bekannte Süßmittel, wird in der Küche schon seit jeher verwendet. Nicht zu sehr erhitzen, damit er nichts von seinem Geschmack einbüßt. Schön. Vorbereitungszeit 20 Minuten. Zubereitungszeit 10 Minuten. Für 4 Personen. 1. 4 feuerfeste Gefäße oder Muschelschalen einfetten. Brühe und Wein erhitzen, Muscheln zugeben. Bedeckt bei mittlerer Hitze 4 Minuten köcheln lassen, bis die Muscheln dunkel werden. Muscheln aus der Pfanne nehmen, zudecken und wegstellen. Sud zum Kochen bringen und auf 375 ml einkochen. 2. Butter zerlassen. Zwiebeln, Speck und Pilze zugeben. Bei mittlerer Hitze 3 Minuten dünsten, gelegentlich rühren. 3 Mehl zugeben und 2 Minuten kochen. Sud unterrühren, bis die Mitwaschung kocht und eindickt. Sahne, Zitronensaft, Salz und Pfeffer zufügen. Abgedeckt beiseite stellen und warm halten. 4 Semmelbrösel und zusätzliche Butter in eine Schüssel mischen. 5 Muscheln auf die 4 Gefäße oder Muschel unbekanntes Zeichen Schalen verteilen. War unbekanntes Zeichen Misoße darüber g unbekanntes Zeichen Ben und mit Brüselmi unbekanntes Zeichen Schum bestreuen. Back unbekanntes Zeichen Klen, bis die Semmelbrü seelbraun werden. Mit Mandarinenscheiben und Salat servieren. Hinweis: Das Gericht kann bis zu Schritt 5 im Voraus zubereitet und im Kühlschrank aufbewahrt werden. Soße sanft erhitzen. Muscheln nicht zu Len unbekanntes Zeichen G kochen, sonst wär unbekanntes Zeichen den sie zäh. Das Gericht kann auch im Ofen G unbekanntes Zeichen kocht werden. Ofen auf 180 Grad Celsius erhitzen. 5 Minuten backen, bis die Oberfläche braun ist. Sofort servieren. Würziger Hähnchensalat. Zubereitungszeit, 25 Minuten. Kochzeit, keine. Für 6 Personen. 6 Hühnerbrustfilets 2 TL Olivenöl. 1 fein gehackte Zwiebel. 2 zerdrückte Knoblauchzehen 2 TL Currypulver. 1 TL gemahlener Koriander 1/2 Becher Mayonnaise. 75 Gramm Naturjoghurt. 50 Gramm Sultaninen. 2 EL französisches Dressing aus der Flasche. Ersten Filets in einen Topf geben, mit Wasser bedecken und zugedeckt weich kochen. Zum Abkühlen in der Flüssigkeit lassen. Zweites Öl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch hineingeben und unterrühren weich dünsten. Currypulver und Koriander dazugeben und bei niedriger Hitze 1 bis 2 Minuten rühren. Abkühlen. Zwiebel- und Currymischung mit Mayonnaise, Joghurt, Sultaninen. Sauer. Zubereitungszeit,
25 Minuten. Kochzeit, keine für 4 bis 6 Personen. 150 Gramm Salatsprossen, siehe Hinweis. Eine Möhre, geschält und in feine Streifen geschnitten. 150 Gramm Austernpilze, siehe Hinweis. 150 Gramm gelbe Erbsen. 60 Gramm Cashewnüsse. 1 Kilogramm geräuchertes Hähnchen, Fleisch in Stücke geschnitten, siehe Hinweis. Dressing. 1/81 Olivenöl. 2 EL weißer Weinessig. 2 EL fertige Süß-Sauersoße. Ein paar Tropfen Tabasco-Soße. Erstens eine Schicht Sprossen auf der Servierplatte verteilen. Darüber die restlichen Zutaten geben. Zweitens für das Dressing alle Zutaten in ein Glas mit festschließendem Deckel geben. Gut durchschütteln. Drittens kurz vor dem Servieren über den Salat gießen. Salat mit neuen Salzkartoffeln servieren. Hinweis, gibt es keine Salatsprossen, kann man Sojabohnen und Alfalfa-Spross und bekanntes Zeichen Zen zusammen verwenden. Austernpilze kann man durch andere Pilzsorten ersetzen. In Salatrezepten sind gekochtes Hähnchen und geräuchertes Hähnchen austauschbar.